Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Tribe Wars. Das ist jetzt keine klassische Folge, ich nenne das eher ein Walkthrough, wo ich euch mal zeige, was wir so offscreen gemacht haben. Ich bin hier gerade mal ein bisschen unterwegs im Lager, denn ich versuche für mich einen passenden Hausplatz zu finden. Ja, denn der Blackett und die Sweetie, die haben, während Chris und ich gar nicht gespielt haben, schon ihre beiden Häuslinnen gebaut. Das seht ihr jetzt hier im Hintergrund, das hier ist Blackett's Hütte und das hier ist Sweeties Häuslein. Also hat sich natürlich Chris, als er online kam, auch schon gedacht, hey, baue ich auch mal meine Hütte. Und ja, da sieht man, hier steht es jetzt auch. Und ja, da dachte ich, hey, baue ich auch eine. Darum bin ich hier gerade ein bisschen am Schauen mit Chris zusammen, wo der geeignete Platz ist, wo ich mein Haus hinbauen könnte. Ja, nach langem Hin und her habe ich dann auch einen schönen Platz gefunden. Ja gut, schön ist vielleicht ein bisschen was anderes, da ist eine kleine Schräge, aber das hat mich dann nicht aufgehalten. Also habe ich dann anschließend, wie man es jetzt sieht, erstmal versucht, einen Grundstein zu setzen. Das war gar nicht so einfach bei der ganzen Schräge, denn die Foundations lassen sich nicht treppenstufenmäßig so direkt hinsetzen. Aber dann habe ich mich halt für einen Platz entschieden, habe angefangen zu bauen und jetzt sieht man hier mal ein bisschen, wie das dann aussah. Ach ja, und zusätzlich hat der Chris hier angefangen, ein kleines Wassergehege zu bauen, wo wir dann unsere Wassertiere quasi lagern können, wenn man so will. Hier sieht man auch schon zwei Delfine. Und ja, hier sollen dann halt anschließend alle Wassertiere untergebracht werden. Ja, das war's eigentlich von unserem Lager. Jetzt müsstet ihr auf dem aktuellsten Stand sein. Und ich zeige euch jetzt zum Abschluss nochmal einen Zeitraffer, wie ich mein Fundament bzw. meine Basis des Hauses gebaut habe. Also ich wünsche euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge.